Das Containerschiff Ever Given lichtet die Anker. Nach 100 Tagen harter Verhandlungen über eine Entschädigung haben die ägyptischen Behörden das riesige Containerschiff wieder freigegeben. Die Ever Given war Ende März im Suezkanal in einen Sandsturm geraten und auf Grund gelaufen. 6 Tage lang blockierte sie die Fahrrinne. Vor und hinter dem 400 Meter langen Schiff stauten sich mehr als 400 Schiffe. Nachdem es endlich freigeschleppt werden konnte, beschlagnahmte es die Kanalverwaltung, um über eine Entschädigung zu verhandeln. Nun wurde eine Einigung mit dem japanischen Schiffseigentümer erzielt. Die Behörden in Ägypten nannten allerdings keine Summe. Laut Kanalbehörde verlor Ägypten wegen der Blockade des Kanals täglich mehr als 12 Millionen Euro. Zudem stellte die Behörde auch Kosten für das Freischleppen in Rechnung.